Hallo und herzlich willkommen bei GNP1 TV. Der Sommer wird ein ganz heißer für die deutschen UFC-Kämpfer. Vor allem im Juli geht es richtig zur Sache. Da haben wir am 17. Juli Dustin Scholzfuß und Khalid Kaha in Las Vegas. Und zwei Wochen später, da steht auch Niklas Stolze wieder im Oktagon. Und ihn haben wir uns heute zum Gespräch eingeladen. Da ist er schon, Niklas Stolze. Grüße nach Magdeburg. Wie geht's dir? Hallo, mein Lieber. Hallo, grüß dich. Gut, bestens. Schön gebräunt. Und alles gut. Nein, mir geht's gut, wirklich. Danke der Nachfrage. Wie geht's dir? Kann nicht klagen. Es ist ein sonniger Tag. Die Laune ist auch super. Also, genau, was will man mehr? Aus. Sehr gut. Ja. Ja, in sieben Wochen geht's bei dir zur Sache. Munir Lazzez am 31. Juli in Las Vegas, dein zweiter UFC-Auftritt. Bis dahin kann sich noch sehr viel verändern. Aber deswegen werden wir erst ganz zum Schluss nur auf den Kampf zu sprechen kommen. Was mich viel mehr am Anfang interessiert. Wir haben uns damals, ich glaube, am Vortag vor deinem UFC-Debüt unterhalten. Das war der Tag der Waage in Abu Dhabi. Und da hast du dann so deine Geschichte erzählt, wie du ein paar Wochen vorher ja noch auf dem Bau irgendwo in oder auf Montage in Frankreich warst, dann den Anruf bekommen hast und dann kurzfristig eingesprungen bist gegen Ramazan Emiev. Jetzt bist du quasi 11 Monate lang in der UFC. Was hat sich für dich in deinem Leben seitdem verändert? Also eigentlich nicht so viel, muss ich jetzt ehrlich sagen. Also es hat sich nicht wirklich was verändert. Also ich bin, das Einzige, was sich verändert hat, ist, die wirklich großen Veränderungen sind, dass wir meine Sponsorenstruktur nochmal neu umgewandelt haben. Ich habe nochmal ein, zwei große neue Sponsoren dazu gewonnen, ja, beziehungsweise einfach ausgetauscht. Ich hatte gewisse Hauptsponsoren, die mich meine Karriere begleitet haben und jetzt haben wir nochmal einen kleinen Wechsel. Wir haben nochmal alte Sponsoren wieder zugeholt und ich bin jetzt sozusagen eigentlich Vollblutsportler. Das habe ich ja, war ich ja vorher auch immer schon, muss man schon ehrlich sagen. Das Ding ist, ich habe halt immer irgendwas gearbeitet, um mich über Wasser zu halten, weil jeder weiß, die Gagen sind nicht der Kracher und ja, drumherum kann man halt auch nicht ganz so viel Geld generieren, wenn man halt ein Fighter ist und man kann schon ein bisschen was machen, aber da sind einem schon oft die Hände gebunden. Aber ansonsten hat sich nicht viel verändert. Also meine finanzielle Lage hat sich jetzt nicht sonderlich verbessert, seitdem ich in der UFC bin. Das dauert wahrscheinlich noch 3-4 Kämpfe. Aber ansonsten, ja, ich bin halt 11 Monate in der UFC, aber ich bin halt auch seit 11 Monaten im Lockdown. Also von daher ist halt, ja, hat es jetzt nicht so viel verändert. Nicht so viel verändert. Aber die Montage in Frankreich, die Zeiten sind vorbei, hoffe ich mal. Ja, auf jeden. Also das Ding ist, wenn ich jetzt jemand wäre, der abhängig wäre von viel Geld im Monat, also wenn ich jetzt schon einen gewissen Lebensstandard hätte, weißt du, weil ich vielleicht irgendwie ein gewisses Grund, aber diesen Lebensstandard habe ich mir halt nie angearbeitet und auch nie geleistet, sage ich jetzt mal, damit ich nie in diese Position komme, weil dann hätte ich jetzt wahrscheinlich schon noch arbeiten müssen. Ja, aber ich habe halt wenig Fixkosten im Monat, ich habe wenig zu bekleistern und alles, was ich mache aktuell, ist halt zweimal am Tag zum Training rennen und das ist jeden Tag eigentlich bis dahin und ich mache nichts, ich unternehme nichts, ich gehe nicht raus, ich bin mit meinen Jungs unterwegs und so, da brauche ich nicht viel Geld, weißt du, und ja, es ist halt, ein Grind, so, das war halt jetzt 11 Monate Grind, ich viel verändert hat sich da halt einfach nicht so, also ich könnte immer noch wieder zurück auf den Bau, beziehungsweise müsste es vielleicht eigentlich, um ein bisschen mehr Geld auf meinem Konto zu haben, aber ich habe einfach keinen, das funktioniert halt einfach nicht, wäre jetzt gerade so, wie viel ich jetzt trainiere und das, was ich jetzt gerade trainiere, könnte ich nicht, wenn ich noch arbeiten gehen würde, ich fühle mich so fit wie noch nie, ich trainiere so viel wie noch nie und das sind halt so die positiven Veränderungen eigentlich jetzt zu dem UFC-Vertrag, aber ansonsten dauert das noch ein bisschen. Du hattest da vor deinem Debüt auch angekündigt, dass es sehr viel Public Viewing gab bei dir in der Heimat. Wie war denn dein Empfang, als du wieder zurückgekommen bist? War sehr geil. War sehr geil. Meine Stadt und so und allgemein meine Region, die steht schon wirklich ziemlich krass hinter mir. Aber das haben wir uns halt auch lange aufgebaut und ich habe da ja auch irgendwie so ein bisschen so eine Legacy von meinem Coach übernommen. Es war halt hier schon immer gang und gäbe, es war schon immer Tradition in Magdeburg, dass man halt Kampfsportler halt so ein bisschen supportet. Ja, sonst steht halt Fußball an erster Stelle und dann kamen auch schon irgendwie immer die Kampfsportler und die Boxer. Sascha mit den ganzen Thai-Boxern, mit den Launa Fight Nights früher. Und ja, also ich wurde willkommen geheißen, wie sagt man das? Ich wurde auf jeden Fall, es wurde zelebriert, mein Wiedersehen wurde zelebriert im Berliner Flughafen. Da haben sie mich das erste Mal überrascht. Das war schon geil. Und dann sind wir ins Gym gefahren, da gab es eine kleine Willkommensparty und dann haben wir eine Woche später eine offizielle Afterparty gemacht, die auch sehr gut besucht war. Also ja, das Ding ist auch wieder,
muss man halt auch sagen, hat sich jetzt zu groß nach der UFC-Unterschrift nicht viel verändert, weil meine Stadt, meine Region, meine Leute, meine Stadt oder Magdeburg oder also Schönebeck, Magdeburg oder sonst wo, einfach hier, wo ich groß geworden bin, die wissen, was ich mache, die wissen das schon seit Jahren und die wissen seit Jahren, dass ich kämpfe. Also jetzt sprechen mich vielleicht einfach noch 10 Mann mehr an, aber nicht so, das ist jetzt nicht so irgendwie, ja, also wir brauchen einfach, das muss, braucht halt auch trotzdem für die breite Masse, das ist immer noch der Kern, der das halt feiert, das sind die Leute sowieso wissen, was im Kampfsport funktioniert und so, damit das nochmal auch hier in Magdeburg, auch bei meiner Region im Mainstream ankommt, brauchen wir halt einfach wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Werbung und das muss noch ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt werden, weißt du. Viele wissen immer noch nicht, dass ich halt in der UFC bin. Ich treffe manchmal Freunde von mir, Freunde oder einfach Bekannte. Und ich triff sie und die fragen dich, und wie läuft's und so, was machst du, was arbeitest du und bist du noch im Schweißen und so. Und, ja, dann grinsen sich halt immer. Geht nicht mehr ganz. Ja, ja. Ist halt einfach, keine Ahnung. Also, ja. Ist vielleicht. Jetzt, bist du ja in den letzten Wochen und Monaten, nee, Wochen sind es ja, auch unter die YouTuber gegangen und hast deinen ersten Vlog gemacht auf deinem Channel Green Mask MMA auf YouTube. Da sieht man natürlich auch sehr die Heimatverbundenheit und führst uns ja da auch so durch dein Viertel. Hier sieht man dich ja durch Schöneberg laufen. Wie wichtig ist es dir, dass du da noch so auch so wahrgenommen wirst als der Junge aus diesem Viertel, der da es in die Champions League des MMA geschafft hat? Ich Gänsehaut. Also es ist halt, es ist wichtig. Und es ist mir vor allem richtig wichtig, weil ich bin sehr, sehr heimatverbunden und vor allen Dingen bin ich den Leuten da aus meiner Heimat vor allem auch sehr, sehr, sehr dankbar, weil das kommt halt alles erst, wenn man ein bisschen älter wird, weil man ja dann wahrscheinlich mit den Leuten gesprochen hat, die dann in dem Moment, in dem Alter waren, in dem ich jetzt bin. Mir haben halt früher viele Leute gesagt, man muss erstmal die Liebe finden zu dem, was man macht. Man redet viel, man sagt viel und es war halt immer so, auch so ein bisschen so das Steckenpferd von unseren Jungs. So, wir haben viel gequatscht und wollten viel machen und es ist nicht so viel entstanden und so. Und dann sind wir so ein bisschen an die ältere Generation rangekommen, was ich da auch sage, was halt der Jugendclub groß gemacht hat und die Jungs waren halt schon ein bisschen weiter, waren schon ein bisschen älter, haben schon ein bisschen mehr erlebt und ein bisschen mehr gesehen. Und dadurch, ich sag mal, vielleicht Großstädte werden halt darüber schmunzeln, Leute, die aus Großstädten kommen, aber unsere kleine Stadt ist für so eine kleine Stadt, wie sie halt ist, schon ganz schön scharf. Gibt schon ein paar ganz schöne verrückte Menschen und die haben halt einem versucht, was zu vermitteln und darüber bin ich halt sehr, sehr dankbar. Also das war halt, ist halt wie eine große Familie gewesen, so in der ich da halt groß geworden bin. Dieser Jugendclub ist halt so enorm wichtig für meine Entwicklung in den jugendlichen Jahren, weißt du, weil die einfach einen immer wieder auf den Boden des Tages, also was weiß ich, das ist halt schwer zu erklären, aber ein Beispiel ist halt einfach, wir kommen halt von einer kleinen Hauerei zurück so zum Jugendclub und die Alten sagen zu uns, ey, sag mal, sagt ihr nicht ganz dicht, Alter, da kommen wir wieder nächsten Tag die und die kommen die Älteren und wir müssen uns einmischen so und wir haben halt einfach nicht drüber nachgedacht, was wir halt gemacht haben und die haben halt einen immer wieder zurück auf den Boden geholt, das ist einfach so und dafür bin ich halt dankbar und ich weiß, dass es halt in meiner Stadt tausendeweise verschwendetes Talent gibt, da sind halt Leute richtig talentiert, ob das jetzt Kampfsport ist, ob das Fußball ist, wir hatten so viel Talent in unseren Kreisen, in den Jugendkreisen und mich macht es dann halt ein bisschen traurig, wenn ich halt sehe, dass halt nicht so viele wirklich ihren Traum halt einfach verwirklichen konnten, so wie ich vielleicht. Einfach, weil sie sich halt nicht zugetraut haben, weil sie einfach nicht daran so geglaubt haben, weißt du. Und jetzt mit den Videos und jetzt, wie ich halt bin und dass ich sage, dass ich heimatverbunden bin, will ich das halt der Jugend sozusagen zurückgeben, auch so ein bisschen, dass du kannst mit MMA ein Leben machen und du kannst mit MMA auch professionell werden und du kannst auch Geld verdienen. Aber es gibt halt gewisse Schritte, die du da deswegen beachten solltest, weißt du, aber ja, ich versuche halt einfach, den Sport so gut wie möglich dastehen zu lassen, dass es halt einfach auch in Kombination mit meiner Heimat, dass da vielleicht in der nächsten Zeit halt mal ein bisschen was passiert, weil bisher gibt es da im MMA halt auch noch nicht viel bis gar nichts. Mal sehen. Es ist halt einfach schwierig. Gab es auf diese Szene schon eine Reaktion von der Besitzerin des Jugendclubs? Auf jeden, na klar. Christiane hat mir gleich geschrieben. Alles, aber auch alles, das ist halt, ja, so war es halt, weißt du? Ich weiß noch ganz genau, wie wir bei mir die Tage gezählt haben, dass ich 16 werde. Dann konnten wir nämlich, das war damals noch, konntest du halt
konnten halt keinen Alkohol kaufen in dem Jugendclub, aber es gab so Mixery, gab's, weißt du, dieses Bier-Cola, kennst du diese Mixery? Und da waren wir früher so scharf drauf. Und wenn du 16 warst, durftest du dir für 1,20 Euro ein Mixery kaufen. Und wir haben halt einfach die Tage gezählt, bis ich 16 geworden bin. Und dann haben wir halt also einfach Mixery reingegossen, literweise. Das war schon eine geile Zeit. Und wie gesagt, da ist halt alles entstanden. Da ist mein Feuer entfacht worden für das Kämpfen. So, weil ich mit den Jungs, denen ich da unterwegs war, das waren halt alles Kämpfer, alle auf ihre Art und Weise in verschiedenen Bereichen vom Leben haben die halt gekämpft, aber es waren halt alles Kämpfer und das ist schon ein großer, großer Verdienst an den Jugendclub auf jeden Fall und an all die Partys, die wir da gefeiert haben. Und wann können wir uns da auf den nächsten Beitrag freuen? Also wann gibt es das nächste Video? Wir machen jetzt nochmal, also das Ding ist, wie ihr gesehen habt oder wie man das sieht, ist die Qualität relativ hoch und ich will die Qualität halt auch sehr hoch lassen. Ich möchte das nicht so in so kleine 0815 Vlogs umwandeln, sondern wenn dann halt vielleicht einmal im Monat ein richtig schönes Ding, ein gut produziertes Ding. Ich hätte jetzt gerne auf dem Weg zur Vorbereitung noch mehr produzieren lassen, aber es ist halt alles eine Frage von der Örtlichkeit und von dem Geld und ich müsste halt Kamerajungs besorgen und so, weil das kann ich ja nicht selber machen. Und ich denke aber, auf dem Weg zum Fight kommt jetzt noch ein Video, das ist eigentlich so gut wie fertig und dann werden wir alles, was in Vegas ist, auch versuchen zu dokumentieren und einen Afterfight sozusagen Vlog machen, weißt du, auf dem Weg zum Fight, die Insights, so dass ich das erste Mal im UFC PI bin und so, das ist halt, ich denke, da werden die Leute schon interessiert dran sein, wie das halt alles aussieht. Ja, und dann, also ich denke mal so jeden Monat ein gutes Video und wenn es sich jetzt nachher irgendwie rentiert oder wenn der Algorithmus stimmt und es passt und die Klicks sind da, weißt du, und die Leute wollen halt unbedingt noch mehr sehen, dann kann ich halt auch immer mal noch andere Videos dazwischen schieben oder mehr Videos dazwischen schieben, aber es wird jetzt nicht mein Steckenpferd sein, die Leute mit Videos zu füttern, sondern in erster Linie will ich halt einfach nur sehr gut trainieren und einen sehr guten Kampf abliefern. Das ist eigentlich bisher eigentlich alles, was ich mir jetzt erstmal wünsche, dass ich halt auch wirklich halt performen kann am 31. Ja, du sprichst es schon an, auch Las Vegas. Für viele, also dein Debüt hast du ja in Abu Dhabi gemacht. Jetzt nach Las Vegas ist ja immer so das Kampfsport-Mekka, wird es ja genannt. Ja. Ist es da nochmal was ganz Besonderes für dich, da auch dein Können zu zeigen? Ja, auf jeden ist schon krass. Also, ja, da fragt dich jemand so, und wie sieht's aus mit Kämpfen? Wo kämpfst du? In Vegas. Und alle fallen ja hinten um und so. Bist du verrückt? Bist du nicht aufgeregt? Ich glaube, die Aufregung und das ganze Realisieren kommt dann alles erst da. Und ob das jetzt nochmal ganz was anderes wird, das kann ich wahrscheinlich erst beurteilen, wenn ich halt da bin. Jetzt im ersten Moment denke ich mir, wo der Kampf ist, ob der jetzt in Timbuktu, Vegas oder Abu Dhabi ist, weißt du, hauptsache kämpfen und so, hauptsache der Cage passt und wir können kämpfen. Aber ja, klar, also diese besondere Anspannung halt Vegas und so. Und ich weiß einfach, was muss man sich mal vorstellen, jetzt fliegen wir dahin. Und auf dem Weg zu meiner Fight Night sind ja noch relativ viele andere Fight Nights. So. Was heißt, man wird halt mit vielen Leuten konfrontiert, wahrscheinlich am PI, und man wird viele Leute sehen und so. Und das werden bestimmt schon ein paar geile Eindrücke, muss ich. Also ich bin sehr, sehr, sehr aufgeregt im Sinne von, also positiv aufgeregt, das einfach alles aufzusaugen und so. Aber ich bin jetzt nicht besonders angespannt und aufgeregt, weil der Fight jetzt extra in Vegas ist. Also das ist alles cool, muss ich sagen. Jetzt hast du schon selber gesagt, du bist auch froh, dass du endlich wieder kämpfen kannst. Wie ich es schon bei uns im Artikel erwähnt hatte und wie ich es auch von deinem Management gehört habe, es waren ja mehrere Kämpfe für dich angesetzt in den letzten 11 Monaten. Unter anderem Abdulrazak Al-Hassan und dann im Januar noch Wally Alves. Warum kam das nicht zustande? Verschiedene Umstände. Abdul Hassan haben wir den Fight angenommen. Der war für den 14. November 2020 geplant. Wir sind ins Trainingslager gefahren zum Planet Eater, wir haben trainiert. Im Trainingscamp ist mir mein Schleimbeutel das 5. oder 6. Mal gerissen in meinem Ellbogen. Danach hat er sich halt aufgeteilt, sonst ist er immer wieder zusammengewachsen. Aber oder ich weiß nicht, ob ich jetzt Schwachsinn erzähle, ob ein Schleimbeutel wieder zusammenwächst, wenn der einmal reißt. Aber auf jeden Fall war der kaputt und hat sich dann halt verteilt in meinem Ellbogen. Waren auch noch in ganz vielen kleinen Teilen in meinem Ellbogen auf dem Weg zu dem Kampf. Das war aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund war einfach, dass wir kein Visum bekommen haben. Ja, die hätten mir erst irgendwie am 20.11. ein Visum ausstellen können. Der Kampf hätte irgendwie am 11.11. halt sein sollen oder so. Ja, glaube am 11. November sollte das gewesen sein. Damit war der Kampf geplatzt. Dann natürlich die Vorbereitung.
für das neue Jahr hieß dann, wir müssen den Ellbogen halt sozusagen sauber machen. Dann haben wir halt im Dezember den Ellbogen operiert. Das ist auch alles gut gegangen. Aber dann sollte ich halt, ich weiß nicht, wann ich Wale kämpfen sollte, aber auf jeden Fall Anfang des Jahres. Und er hat am 16. Januar hat er gekämpft. Ja, genau. Und das hat sich nachher dann halt auch alles einfach dadurch verschoben, weil ich halt, wie gesagt, operiert wurde, ja gar nicht trainieren konnte. Und die UFC ja dann auch informiert wird, wenn du halt operiert wirst und so, da du ja ausfällst und gewisse Zeit nicht competen kannst, also nicht teilnehmen kannst. Und ja, dann war ich halt sozusagen raus. Ja. Jetzt gibt es ja so eine kleine schöne Rochade im Weltergewicht. Also du hast in deinem Debüt gegen Ramazan Emiev gekämpft. Der durfte danach gegen David Zawada ran. David Zawada sollte im November gegen Munir Lazzez antreten. Den hast du jetzt für Juli. Munir Lazzez hat gegen Abdul Razak Al-Hassan gewonnen, gegen den du kämpfen solltest, hat gegen Wally Alves verloren, gegen den du kämpfen solltest. Also irgendwie scheint sich die UFC da auf so ein Quartett bei euch da geeinigt zu haben. Warum auch immer. Allgemein, viele gute junge Weltergewichte halt gerade, halt neu. Ich habe noch den Shavkat Rahmanov oder Rahmanov. Rahmanov, den habe ich noch auf dem Schirm, ist ein guter Mann. Guter 77er. Dann den Caramel Sander, den auch, habe ich auch auf dem Schirm. Und die testen halt alle gerade, weil die auch alle irgendwie gegeneinander kämpfen. Und jetzt kämpft ja Emiev gegen Wale Alves. Weißt du, stimmt, genau, das passt auch wieder zusammen. So, das ist halt, von daher, ich glaube, dass das, entweder ist das halt ein Test von denen, wo sie denken, das sind halt die vielleicht möglichen, die das halt irgendwie in die Top 15, Top 10 halt schaffen können, dass sie die vorher schon aussortieren. Aber im Endeffekt weiß ich halt nicht so richtig, was die UFC dann halt mit solchen Durchwirbelungen macht da. Das ist, keine Ahnung, also es sind halt einfach die neuen Leute, die halt zur UFC gekommen sind, und ich kann mir vorstellen, das ist einfach so ein Test, ob wir halt ready sind für die Nummer. So, weißt du, so stelle ich mir das halt einfach vor. Aber im Grunde genommen mixen sie da ja auch zwischen UFC-Veteranen. Der Emiev ist halt schon ein ziemlich gestandener Veteran in der UFC, weißt du so, also ja. Aber ich sag mal, zum Studieren der Kämpfe ist es an sich nicht so schlecht, weil ich halt ungefähr so, weißt du, so in viele Kampfsporten so mit reinpasse, so vom Gucken und so, ja, und dann man sieht halt einfach gewisse Sachen bei gewissen Leuten, wenn die halt die gleichen Leute kämpfen, weißt du so. Das ist halt, ich zum Beispiel wäre jetzt zum Beispiel an einem Deva Zawadas Stelle ganz anders an den Ramazan Emiev-Kampf rangegangen, als wie er sozusagen in den Kampf rangegangen ist und so. Weißt du, das sind Sachen, die siehst du dann erst, wenn diese Matchups miteinander passen, wenn man so ungefähr die Körper kennt, die da halt gegeneinander kämpfen. Also ja, ein bisschen wirkt ein bisschen für den Zuschauer vielleicht ein bisschen unkreativ vom Matchmaking her, aber ich glaube, das UFC will uns einfach nur testen. Also das ist einfach nur ein Test, wer ready ist für die Champions League und wer nicht. Ja, ich denke mal, das Matchup dürfte dir auf jeden Fall entgegenkommen. Er ist auch ein sehr langer Striker. Ja. Ich glaube, da wirst du mehr Spaß haben als gegen Emiev. Auf jeden. Ja. Und vor allem auch natürlich, weil du jetzt ja wirklich eine komplette Vorbereitung durchmachen kannst. So die Hoffnung, also ein bisschen chaotisch. Das habe ich ja schon bei dir ein bisschen rausgehört. Das war beim letzten Mal ja auch nicht anders. Jetzt ist es ja wieder so, dass es so ein paar kurzfristige Änderungen gibt. So wie ich das von dir auch gehört habe, waren die Planet Eater jetzt, ich sag mal, eher Plan B. Du wolltest ja eigentlich in die USA zur Vorbereitung. Was lief da schief? Also ich würde nie meine Planet Eater Jungs als Plan B bezeichnen, niemals, weil die, also wenn es aktuell einen Gym gibt oder wenn es zwei oder drei Gyms gibt in Deutschland, wo jetzt, wenn mich Leute fragen wollen, ey, pass auf, ich habe vielleicht jetzt einen Kampf anstehen, in meinem Gym sind gerade nur Pflaumen unterwegs, ich brauche ein paar Jungs, mit denen ich mich bewegen kann, dann würde ich die halt immer in ein, zwei, drei Gyms schicken. Aber als allererstes würde ich immer das Planet Eater empfehlen, weil es einfach für mich das beste Gym ist in Deutschland. Also es ist kein Plan B, aber du hast recht, in der Konstellation, wie es jetzt geplant war, war das halt an sich nicht geplant, nochmal runter nach Balingen zu gehen, weil ich wollte das erste Mal nicht starten. Ich wollte in ein großes Gym, ich wollte einfach bei den Amis sein. Weißt du, es ist halt mein, ich habe jetzt schon überall auf der Welt trainiert, also wirklich fast überall, ja. Und meine längste Zeit habe ich halt im SBG verbracht und das war so für mich das wahrscheinlich professionellste, wie ich überhaupt je mit MMA umgegangen bin, wie halt im SBG halt umgegangen war, die Zeit, in der ich in Kavanaghs Haus gelebt habe und so. Und die Leute, die ich dort getroffen habe, so professionelle Leute hatte ich noch nie um mich drumherum. Das habe ich immer erzählt. Tim hat immer zu mir gesagt, flieg rüber in die Staaten, da weht nochmal ein ganz anderer Wind, das ist einfach nochmal eine Nummer professioneller, nochmal eine Nummer größer. Und das wollte ich mir geben, ja, weil ich bin jetzt bereit für die großen Sessions, ich bin bereit für die großen Fights, ich will auf die große Bühne und dann will ich halt auch mit den Top-Leuten trainieren, weißt du.
Und deswegen wollten wir nach San Diego, wir wollten ins Allianz MMA Gym. Ich war mega hyped, ich habe Bock, ich bin ein großer Fan von Cruz, ich bin ein Fan von Eric, dem Trainer. Und dachte mir so, jetzt go. Ja, lange Rede, kein Sinn. Wir haben dann halt miteinander telefoniert und es war auch alles abgesprochen, war hätte perfekt gepasst. Ja, Sponsoren waren mit dabei, auch die Kombination mit mir und Kali, das ist schon, das macht schon Sinn, das hätten wir auch schon gut promoten können mit ein, zwei Sponsoren von mir. Ich habe ein paar gute Connections durch ein paar Jungs von mir in Kalifornien, das hätte auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, aber dann hat einfach der Coach gemeint, pass auf, wir können den Fight so, wir können das halt so nicht machen, da gibt es ein paar Gewissensbisse, mir denn so, was ist los? Es wird halt so sein, dass halt irgendwie der Eric bald nach Dubai geht, weißt du, vertraglich über Management, über dieses MTK und dann trainiert er halt mit dem Munir Lazes zusammen, so. Und da hat er halt zu mir gesagt, ist jetzt nicht für den Fight, aber wird vielleicht für den darauf den Fight sein. Dann habe ich halt gesagt, wer weiß, ob er halt darauf nochmal einen Fight kriegt. Und dann haben wir halt so ein bisschen geschmunzelt und dann hat er halt gesagt, ja, wäre halt für ihn jetzt ein bisschen beschissen. Er hätte schon Bock, mit mir zu arbeiten. Die haben sich auch angeguckt, mein Resümee, und hatten auch Bock, hätten mir auch geholfen mit Unterkunft und alles. Ja, aber meinten halt, wir können dich jetzt nicht vorbereiten, dass du den Typen halt weghaust und danach arbeiten wir halt mit dem Typen zusammen, weißt du, so, dass wäre für ihn halt so ein bisschen Gewissensbiss gewesen. Und wenn dann halt der Head Coach vom Allianz sagt, ah, da brauche ich dort halt nicht hinfliegen, weißt du, das ist halt, hätte keinen Sinn gemacht. Dann gab es gleich die zweite Variante, dass wir halt in Sanford MMA gehen, nach Miami, wo ja auch nun schon einige Leute waren, einige, also auch viele Leute, die ich kenne. Ein guter Freund von mir, der Ismail Naudiev, der auch schon viel dort trainiert, mit dem halt auch immer im Kontakt und immer gefragt, wie das dort läuft. Und er hat immer gesagt, er würde es jedem empfehlen. Das Ding ist einfach nur, ich joine dann halt so einem großen Team so kurz vor dem Fight, was ja richtig ist, diese 6 Wochen, wie die Leute das machen, um ihre Camps zu machen, 6 Wochen, aber ich bin nicht so ein Camp-Typ, sondern ich bin jemand, der einfach immer trainiert, weißt du, und einfach zum Ende, zum Kampf hin einfach fitter wird und noch besser wird und gewisse Abläufe trainiert und dann schmeiße ich mich wieder, sozusagen, ich wollte halt nach San Diego, weil ich dort halt auch ein, zwei Leute noch hätte mitnehmen können und da wäre auch mein Coach mitgekommen und das alles und das wäre nicht ganz so an vertragliche Bindungen gewesen. Weißt du, Sanford wäre wieder mit ein bisschen, naja, Verträge, Prozente abgeben, die Coaches mitnehmen. Und so habe ich mir das halt nicht vorgestellt. So wollte ich das nicht, sondern ich wollte Advantage von dem großen Gym nehmen und mit den Leuten trainieren, aber mein eigenes, meine eigene Ecke mitbringen, Leuten, denen ich vertraue. Weißt du, das so war mein Plan. Ich wollte einfach mal für mich sein in einem Trainingscamp und einfach nur abschalten und lernen und aufsaugen. Und dann einfach zum Kampf fliegen, aber nicht jetzt alles based nur auf meine Vorbereitung und dass die Leute da mitkommen in die Ecke. Das hätte einfach nicht funktioniert. Das funktioniert auch so kurzer Zeit nicht. Da muss man einfach ein halbes Jahr, ein Jahr miteinander zusammenarbeiten. Aber man kann nicht 4 Wochen sich kennen und den Mann dann mit in die Ecke nehmen. So sehr ich zum Beispiel Davi Hammers feiere, weil es einfach eine Legende ist im BJJ, war halt einfach fehl am Platz in meiner Ecke zu meinem UFC-Debüt. Aber es lag einfach daran, weil wir niemanden hatten. Weißt du? So, das ist halt, das sind die Fehler, die kleinen Teams machen, aber lieber mache ich die kleinen Fehler und werde jetzt größer und besser und habe dann jetzt den perfekten Plan. Und der perfekte Plan ist, wir fahren ein Team, ja, Freunde von mir kommen mit, mein Team, meine Leute, die ich um mich drumherum haben will, auf dem Weg zu meinem Fight. Wir fahren runter zum Planet Eater. Wir trainieren dort und geben dort richtig Gas die nächsten 3 Wochen. Dustin joint mit seinen ganzen Jungs und es werden einige gute BJJ-Leute kommen und das wird mir sehr helfen, da, wie wir alle wissen, Dustin gegen eine absolute BJJ-Legende kämpft. Das wird mega, das wird genau passen für mein Training. Dann fliegen wir alle geschlossen rüber nach Vegas, bleiben einen Monat in Vegas, rocken das PI, trainieren im Syndicate oder wo auch immer. Dort gibt es etliche Leute, im PI werden etliche Leute rumrennen, die sich mit uns bewegen können. Mein Coach kommt mit, ich habe mein Team mit, der Peter kommt mit und dann habe ich die beste Ecke Deutschlands mit Sascha und Peter und vielleicht kommt, ist Dusty noch da mit und so, weißt du. Also ist dann halt jetzt der Weg, so mir denn doch lieber safe, dass ich dann jetzt einfach mein Team mitnehme, nachdem diesen ganzen Änderungen. So ja, vor allem, weil du es ja auch ansprichst, ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch von uns, wo du ja auch, ich glaube, das war eine Niederlage von dir bei Cage Warriors, da hat es ja auch, gab es unterschiedliche Kommandos aus der Ecke. Ja, bei Bama. Genau, ja. Ja, genau, ja. Das war genau das, also da gab es das erste Mal, weißt du, John und Sascha, unterschiedliche Commands, John auf Englisch, ich soll ihn grappeln, Sascha auf Deutsch, ich soll ihn striken, war halt alles ein bisschen viel in dem Moment, weißt du, und dann auch als junger Kämpfer, dann weiß ich nicht, wie viele Zuschauer da zu dem Zeitpunkt waren, aber die Halle war voll, es waren einige tausend Zuschauer, es war zu viel und das will ich halt nicht nochmal, weißt du, ich möchte in Zukunft, also nach dem Fight halt sofort mein Geld sparen und dann eigentlich
dann nochmal ins Allianz, weißt du? Oder halt vielleicht in Stanford oder mir ein anderes großes Gym suchen. Ich hätte auch Bock zum Chrome Gracie oder zu den Diaz-Leuten oder so. Oder ich hätte auch Bock nach Dagestan zu fliegen und in Dagestan einfach Eagles zu trainieren. Einfach, ich will, guck mal, ich bin jetzt 28, ich mache den Scheiß jetzt schon 10 Jahre oder schon noch länger. Aber jetzt bin ich das erste Mal wieder so richtig motiviert und ich werde halt erwachsen und ich verstehe Sachen nochmal anders. Wenn ich heute Jiu-Jitsu trainiere, trainiere ich das ganz anders als wie vor 5 Jahren. Und ich kann mir halt einfach vorstellen, wenn ich jetzt noch mit größeren Leuten zusammen trainiere und gerade die Sache Wrestling und Grappling, das steht mir immer mehr und es wird immer besser. Und ich sage es ganz einfach, ich werde niemals an die Spitze von MMA kommen, wenn ich kein kompletter Kämpfer bin, wenn die Leute einfach immer nur sagen, er ist ein Striker, werde ich damit niemals nach ganz oben kommen. Du kannst da ganz oben an der Spitze nicht als dekorierter Striker nicht einfach nur der Striker sein. Also wenn es kein Conor McGregor schafft, dann schafft das Niklas Stolz auch nicht und auch keiner, der danach kommt, weißt du, sondern du musst ein kompletter Fighter sein. Du musst jemand sein wie Holloway, wie Khabib, wie, keine Ahnung, jemand, der komplett ist, der alles abruft wie ein Emporio, der grappeln kann, der dir oben welche reindrückt, der dich zu Boden bringt, der dir mit Ground Pound arbeitet, der dich ständig mit Submissions angreift und so. Ich muss halt ein kompletterer Fighter werden und dafür werde ich dann auf jeden Fall meine nächste Garage investieren und werde ich sehen, welches Team ich mir aussuche, wo ich hinfliege. Ich bin dann frei. Unser eigenes Team wird immer besser und größer. Wir haben immer mehr gute Jungs. Es muss noch ein bisschen die Motivation kommen. Vielleicht, wenn jetzt dieser ganze Covid-Piss endlich zu Ende ist, dann noch ein bisschen mehr Veranstaltungen wieder in Deutschland sind und unsere jüngeren Jungs auch wieder mehr Motivation haben, dann geht es vielleicht auch ein bisschen mehr ab. Aber ja, jetzt für den Fight einfach. Ja, ich habe auch zu lange gewartet. Guck mal, das auch mit dem Visum, wie lange ich jetzt auch schon wieder warte. Der Fight steht jetzt auch schon wieder eine ganze Weile und morgen habe ich mein Visumgespräch. Und dann bekomme ich mein Visum und das alles hat auch jetzt schon wieder 2-3 Monate gedauert. Weißt du, wäre das alles eher gewesen, hätte man noch vielleicht trotzdem ins Allianz fliegen können oder trotzdem ins Stanford, weil es einfach mehr Zeit gewesen ist. Und zu knapp vor dem Fight will ich mich damit jetzt nicht verrückt machen. Ich nehme die Leute mit, denen ich vertraue. Und ja, mit Peter und Sascha kann man halt auch gar nichts falsch machen. Das auf keinen Fall. Ich denke mal auch, auf bewährtes setzen ist jetzt nicht das Falscheste, vor allem, weil, ja, du hast jetzt einfach mal ein volles Camp vor deinem Fight, kannst dich voll drauf konzentrieren. Beim letzten Mal war das ja 3 Wochen, da musstest du noch diese ganzen, die ganzen Covid-Sachen durchmachen auf dem Weg nach Abu Dhabi. Das ist eigentlich dann auch eine Woche, die fehlt, währenddessen du noch Gewicht machen musst und alles. Ja. Also, ja, ich denke mal, wir können uns auf jeden Fall freuen auf das volle Potenzial von Niklas Stolze zum jetzigen Zeitpunkt am 31. Juli. Hast du das Gefühl, dass du so ein bisschen unter Druck stehst? Der Munir Lazzez, da gibt es ja die Geschichte, dass er nur, also was heißt nur, aber er ist ja in die UFC gekommen, anscheinend, weil der Sohn von Dana White dem Papa ein Highlight-Video von irgendwelchen Spin-Kicks gezeigt hat. Da fand der White den so cool, dass er ihn genommen hat. Und die UFC sucht ja seit dem Rücktritt von Khabib Nurmagomedov immer mal wieder neue Leute, die sie dann vor allem im Mittleren Osten, auch in diese Abu Dhabi-Region, besser vermarkten können. Und da sieht man in so einem, ja, so eine Highlight, ich sag mal Maschine in Anführungszeichen, natürlich auch einen mit Potenzial. Hast du das Gefühl, dass du da ein bisschen unter Druck stehst, dass die UFC vielleicht Bock hat, ihn da mehr zu pushen als dich? Werde ich sie definitiv für bestrafen. Also, ich weiß, dass sie den, ich will jetzt nicht zu viel sagen, ich weiß, dass sie den sehr, sehr mögen. Ja? Aber in seinem letzten Fight hat man auf jeden Fall gesehen, dass er aufgibt. Ja? Die 3 Kicks auf den Körper. Und dann sofort die Doppeldeckung hoch und sich runtersacken und dann 3 Ground-Pound-Schläge auf Deckung nehmen. Ich war schon ziemlich anders verletzt in allen anderen Kämpfen und so. Und nee, da stehe ich nicht unter besonderem Druck. So, das ist für mich eigentlich eher noch befriedigender und noch geiler, weil ich habe noch nie Promo bekommen von keinen großen Veranstaltungen. Die einzigen, die wohl damals mal ein bisschen Promo machen wollten, war Octagon. Die waren heiß auf Promo, den Borarusch-Kampf, die das erste Mal mich promoviert haben und gesagt haben, der ist wahrscheinlich der unseren Borarusch auch weghaut und so. Also, so ist das, was ich damals mitbekommen habe bei der Promo, aber ansonsten wurde ich war mir das auch noch nie wichtig und es ist mir auch scheißegal, was der Veranstalter macht und was der denkt und was die Leute da im Hintergrund denken, weil das sind nicht die jeden Tag ins Gym rennen, weißt du? Und das sind ja auch nicht die nachher im Käfig stehen. Also von daher, die dürfen den feiern und die dürfen den lieben und die dürfen sagen, das ist der nächste Superstar, aber jetzt am 31. wird das auf jeden Fall nicht sein Tag und dafür werde ich auf jeden Fall sorgen. Also ich habe jetzt ein Jahr gehungert und davor habe ich ein paar andere Jahre noch viel mehr gehungert und so. Und ich
kann mir das halt einfach nicht wegnehmen lassen, was das ist auch noch nicht von dem Art Kämpfer, also nicht, weißt du, ich meine nicht von Munir Lazes. Ja, ich denke mal, das hört sich wunderbar an. Dann können wir uns auf jeden Fall freuen auf das, was du dann zeigst. Ich denke mal, das wird ein richtig cooler Kampf. Niklas, danke, dass du dir die Zeit jetzt genommen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Vorbereitung. Ich bin sehr gespannt auf das, was ihr dann alle gemeinsam da in Las Vegas abliefert. Also auch das den Stolzfuß gegen Rodolfo Vieira. Ja, genau. Hatte ich ja auch schon gesprochen. Also das sind wirklich zwei sehr, sehr... Der Khalid, der kämpft auch am 17., ja? Ja, gegen den Sergei Morozov, das ist ein Ex-M1-Champion. Ja, den kenne ich. Ja. Also, der Khalid auf jeden kriegt Fall, auch nur Bomben. Auf jeden Fall gibt's für euch drei einiges zu tun da in den nächsten Wochen. Und dann können wir uns in Deutschland auf jeden Fall auf einen tollen UFC-Juli für unsere Verhältnisse freuen. Nicht nur, weil ja auch Conor McGregor gegen Dustin Poirier 3 ansteht, sondern in den Wochen drauf eben sehr viele coole Fights für die Fans in Deutschland, für Fans von Dustin Stolzfuß, Khalid Taha und natürlich Niklas Stolze. Ich bedanke mich, wünsche dir viel Erfolg bei der Vorbereitung und die letzten Worte an dieser Stelle, die lasse ich natürlich dir, Niklas. Ja, auch danke auf jeden Fall an dich und danke an alle Zuhörer, danke an alle Zuschauer, danke an alle Supporter da draußen. Ich küsse eure Herzen. Vielen Dank an meine Sponsoren, an die Leute, die mir die Treue halten seit Jahren. Ich kann nicht mehr viel sagen, außer dass ihr am 31. einschalten solltet. Klickt den Follow-Button auf allen Social Medias und ja, macht Welle. Ich denke, der Juli wird ein guter Juli für deutsches MMA. Davon gehe ich aus. Bis dahin, bleibt gesund. Ciao.